Meine Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer dritten Sitzung im Labor der Moderne Ovid Metamorphosen. Wie oft habe ich in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer wieder diesen einen Satz gehört: Ich will mein altes Leben zurück. Wer wollte das nicht? Meine Damen und Herren, überall in der Welt sind Menschen von heute auf morgen mit einem Wandel, ja einer Verwandlung konfrontiert, auf die sie keinen oder kaum Einfluss hatten, der oder die sie vor unüberwindbare Probleme stellt. Wir haben uns diesen Wandel weder gewünscht, noch in unseren kühnsten, schlimmsten Träumen vorstellen können. Trotzdem versuchen überall auf der Welt Menschen das Beste aus dieser Situation zu machen. Unter den Werken der modernen Kunst und Literatur, die ich Ihnen in den vergangenen beiden Sitzungen mehr angedeutet als gezeigt habe, ragt eins heraus: Kafkas Verwandlung, die das Erzählungswerk einleitet. Gregor Samsa wacht auf und ist zu einem unheimlichen Insekt geworden. Und alles, was dann folgt, ist Reaktion, ist der Versuch eines Umgangs mit dieser schrecklichen Verwandlung. Man muss mit ihr zurande kommen. Man ist in eine Situation geraten, die man auch nicht eigentlich verschuldet hat. Aber es gilt, Wege aus der Not zu bahnen. Es gilt, sein Leben neu zu ordnen. Sonntagsredner sprechen dann immer von der Chance, die in jedem Wandel liegt. Aber es gibt nun einmal Situationen, die keine Chance eröffnen. Und doch, meine Damen und Herren, ist die Sonntagsrede nicht ganz falsch. Weil es ja in der Tat so ist, dass aus jedem Wandel, auch aus jedem Tode, ein neues Leben erwächst. Eine neue Situation entsteht. Eine Situation, die es nicht gegeben hätte, wenn dieser tiefe Einschnitt nicht stattgehabt hätte. Von nichts anderem erzählt uns das Werk der Verwandlungen des Ovid. Er stellt uns zwar auch vor vollendete Tatsachen, aber er weiß doch aus den meisten dieser Situationen etwas zu gewinnen, das man dann zum fluiden Bestand eines Weltwissens machen kann, mit dem man produktiv arbeitet. Meine Damen und Herren, Verwandlung gibt es in allen Bereichen des Lebens. Verwandlung ist ein Motor der Wissenschaft, des wissenschaftlichen Denkens. Sich überraschen lassen, sich in der Konfrontation mit anderen Meinungen neu erfinden. Das sind Dinge, die im Horizont eines Werkes über Verwandlungen liegen. Und das Letzte, was wir auf der vergangenen Sitzung zusammen erörtert haben, war die Kraft der Sprache, Verwandlung darzustellen und auch in einem gewissen Sinne Verwandlung zu sein. Schauen Sie sich diese kleine Montage hinter mir an, mit dem Anfang der ovidischen Metamorphosen, wo Wörter wie Regentropfen gewissermaßen auf die Leinwand fallen und beginnen, sich von Anfang an auf eine gewisse Weise zu ordnen, von der wir am Anfang nicht sagen können, in welche Richtung es gehen wird. Aber wir werden zunehmend gespannt zu sehen, worauf dieses Sprechen hinaus will. Ich habe das genannt, die metamorphotische Kraft der Sprache. Wir als Philologinnen und Philologen sollten uns dessen bewusst sein, dass wir an etwas arbeiten, das sich kontinuierlich verwandelt. Ich rede jetzt nicht gewaltsamen Verwandlungen des sprachlichen Diskurses das Wort, ganz im Gegenteil. Ich mache Sie nur aufmerksam auf die selbsttätige Kraft dieses Mechanismus der Sprache, der sich quasi im Sprechen immer neu erfindet. Und dieses Perpetuum mobile ist beispielhaft geworden in den ersten Versen der ovidischen Metamorphosen. Und genau hier wollen wir jetzt kurz ansetzen und zurückblicken auf das bisher Erarbeitete. Das eigentliche Thema der heutigen Sitzung wird aber sein die Erfindung des Raums und das Gesicht des Menschen. Ich freue mich darauf, Sie in 20 bis 25 Minuten wiederzusehen, wenn wir in die Erörterung des Metamorphosenanfangs weiter
eintreten. Wir haben eine Intensivlektüre der ersten vier Zeilen der Metamorphosen begonnen. Und dabei haben sich uns im Großen und Ganzen drei Fragen gestellt. Es sind immer die gleichen Fragen. Wenn Sie einen Text anschauen, dann fragen Sie, wer spricht, wovon und zu wem. Wir fanden, dass, wenn ein Ich spricht, dieses Ich sich doch auffallend bedeckt hält und nicht aus der Reserve tritt. Bis in die dritte Zeile hinein und auch dort geschieht es eher beiläufig, dass eine erste Person einfließt. Seid ihr Götter meinem Beginnen günstig? Daraus schlossen wir, dass das Ganze eine Konstellation sei, die einer ersten Person Pluralis zugeschrieben werden könne. Und doch ist interessanter die Beobachtung, dass an die Stelle der klaren Bestimmung dessen, der spricht, hier dasjenige thematisiert wird, dass das Sprechen möglich macht, dass das Sprechen herausfordert, dass das Sprechen antreibt wie ein Wind, die Wolken treibt, fährt Animus. Die Aufmerksamkeit liegt also weniger auf der Bestimmung der Sprecherrolle, warum auch immer, sondern auf der Bestimmung des Antreibers, dessen, das macht, dass überhaupt gesprochen wird. Und in diesem Sinne haben wir die von Albrecht hergestellte Verbindung zu zwei Stellen der homerischen Odyssee für interessant befunden und gesehen, dass es dort der Thymos ist, der den Sänger treibt, eine Wallung, eine thymotische Energie, eine Energie führt dazu, dass der Sänger sich aufrafft, von den trojanischen Kriegen zu singen. Am Anfang der Metamorphosen also ein klarer Verweis auf ein dynamisches Prinzip. Nun werden Sie sagen, Animus ist doch nicht eigentlich der Hauch, das ist Anima. Ja, Sie haben recht, aber es ist doch dieselbe Wurzel, Animus und Anima. Die lateinische Semantik und Semasiologie hat hier natürlich eine klare Unterscheidung getroffen. Animus ist bei Cicero die Seele. Anima kommt in stehenden Wendungen vor, wie Animam efflare, die Seele aushauchen, sterben. Und doch haben wir hier den gemeinsamen Hintergrund. Und gerade die Zusammenstellung mit der Form von Ferre zeigt, dass es hier um ein dynamisches Prinzip geht. Und das ist wichtig zu betonen, wenn man ein so energievolles Unternehmen wie die Erzählung von rund 250 Verwandlungssagen in Bewegung versetzen will. Die zweite Frage wäre dann, worüber wird hier gesprochen? Und da hatten wir gesagt, es werde über ein Sprechen gesprochen. Wem das nicht gefällt und wer sagt, das ist aber eine tote und ziemlich unlebendige Erklärung des Ovid, sollte zur Kenntnis nehmen, dass das wissenschaftlich verifizierbar ist. Und zwar nicht als eine Idee unter anderen, sondern als eine Leitidee. Hier spricht jemand oder etwas, wie wir am Anfang ja durchaus sagen dürfen, Animus fert, über ein Sprechen. Und dieses Sprechen, meine Damen und Herren, und darüber haben sich viele Gelehrte der 50er und 60er Jahre verwundert, war ein Sprechen im Format des Dikere. Da sagen die einen, das sei umgangssprachlich oder besonders bescheiden. Ovid vermeide den hohen Ton der tradierten epischen Dichtung und gehe auf ein simples Dikere zurück. Da habe ich Sie mit von Albrecht daran erinnert, dass Dikere gerade in hohen Kontexten wie etwa dem Carmen Säkulare des Horaz gerne gebraucht wird, wenn es darum geht, den ganz hohen Ton anzuschlagen und einem Publikum deutlich zu machen, dass das, was jetzt gesagt oder gesprochen wird, mit besonderem Nachdruck gesagt oder gesprochen ist. Und das gilt auch für unsere Stelle. Wir haben uns dann daran erinnert, dass Dikere vermutlich für jeden gebildeten Römer unverkennbar auf die indoeuropäische Wurzel des Deik, das griechische Deiknymi, zeigen verwies.
Hier spricht jemand oder etwas über ein Zeigen. Und dieses Zeigen ist wichtig und sinnvoll in einem Werk, in dem uns Dinge wie auf der Bühne vor Augen geführt werden. Es ist ja nicht so, dass der Erzähler in der Weise hellenistischer und römischer Epitomatoren oder Kopulatoren der mythischen Erzählungen, also etwa Pseudohygiens, einfach nur Stoffe erzählt. Er zeigt uns diese Stoffe, er lässt sie evident werden. Ovid ist einer der ganz Großen, wenn es darum geht, Dingen Evidenzcharakter zu verleihen, sie augenfällig zu machen. Eben nicht nur zu behaupten, dass etwas passiert ist, sondern immer wieder zu versuchen, gerade das Schwierige, dem es nicht bestimmt ist, sich zueinander zu fügen, in eine sinn- und augenfällige Verbindung zueinander zu bringen. Das ist vielleicht eine der größten Stärken des Ovid. Sie können das parametrisch oder wie an einem Index daran ablesen, dass es seit etwa 25 oder 30 Jahren in der internationalen und auch in der deutschen Forschung gehäuft Themen gibt wie Visualisierungsstrategien und Ovids Metamorphosen. Das gab es vor 30 Jahren noch nicht so sehr. Da hieß es immer, das Menschenbild der Metamorphosen, der Humor der Metamorphosen, das Politische der Metamorphosen, all diese Dinge, für die Menschen sich damals legitimerweise interessiert haben und die uns heute ein bisschen Langeweile verursachen. Natürlich nicht das Politische, aber das stellt man heute anders fest. Die uns ein bisschen Langeweile verursachen, wenn wir es genau besehen. Vielleicht sind doch unsere Themen irgendwann einfach nur noch fade und spannungslos für den Moment, aber wollen wir uns doch damit beschäftigen. Ich verweise Sie vor allem auf Untersuchungen des Oxforder Kollegen Jasch Elstner, Kunsthistoriker, oder den jungen Kollegen Philipp Vondermann, der 2008 zu Göttingen eine Arbeit vorgelegt hat, Kino im Kopf zur Visualisierung des Mythos der Metamorphosen des Ovid. Das sind die Visualisierungsstrategien. Wie mache ich zum Beispiel das Tote oder Unbelebte lebendig? Ich weise nur auf das Ende des zweiten Buches, wo der Stier eingeführt wird, der Europa durch die Fluten davontragen wird. Da haben Sie eine fantasievolle Beschreibung der unförmigen Fleisch- und Muskelmasse des Ungetüms auf der einen Seite und auf der anderen Seite die erkennbare Bemühung um die Subtilierung, die Sublimierung des Fleisches und der Muskeln. Da stellt sich die Frage, wie schaffe ich es, dass eine junge Frau einem solchen Stier, einem solchen muskulösen Ungetüm zugetan ist. Sich da so weit hineinzudenken und dafür eine Sprache und einen Ausdruck zu finden, der nicht lächerlich, sondern anmutig ist. Anmutig, packend, spannungsvoll, energetisch. Das, meine Damen und Herren, ist gewiss eine große Kunst. Ich erinnere auch an das Stierthema der letzten Vorlesung. Da haben wir immer wieder den Minotaurus-Zyklus von Pablo Picasso eingeblendet. Und auch dies mit dem Hintergedanken, dass wir hier eine Form der Bewältigung des Schweren auf eine ungemein leichte Weise studieren können. Mir schien, dass in Picassos Lithografien schon etwas geleistet ist, dass unsere Interpretation der Schriften der augusteischen Klassiker erst noch herausarbeiten muss. Die Bewältigung eines Zusammenspiels von Anmut und dem Physischen, der Erscheinung. Das sind Dinge, die in der Malerei oft mit spielerischer Leichtigkeit gelöst sind und die nach meiner festen Überzeugung auch in Ovids Metamorphosen mit feiner Präzision umgesetzt sind. Und die dritte Frage, meine Damen und Herren, war, zu wem spricht er oder es? Doch da finden wir eine erste Antwort im Metamorphosenpoem. Die ersten Adressaten sind die Götter, die er oder es will vielleicht sagen, steht mir bei, macht, dass mein großer Anlauf gelingt, aber
Es steht viel schöner da. Haucht mir den Spiritus, haucht mir euren Spiritus zu. Im englischen Spirit, im französischen Esprit, haucht mir den Esprit zu, der notwendig ist, dieses Werk gut zu bewältigen. Aspirate meis cryptis. Meine Damen und Herren, wir haben uns lange aufgehalten mit der Begründung, die in Klammern im Deutschen und in den anderen modernen Fremdsprachen beigegeben ist. Namvos mutastis et illa. Wir haben uns entschieden, einer Konjektur von Paul Leger im Anschluss an zwei handschriftliche Notizen zu folgen und illa statt illas zu schreiben. Die Götter haben schon einmal sein Beginnen beeinflusst. Sie haben schon einmal auf seine Pläne Einfluss genommen, seine Pläne verändert. Das Großartigste, meine Damen und Herren, war, und das haben wir mit Hilfe von Alessandro Barchesis Einsicht entwickelt, dass er diese Veränderung, die sein Werk durch die Götter erfahren hat, im Text selbst abbildet und nachahmt, indem er aus dem vielleicht erwarteten elegischen Distichon, indem er aus dem vielleicht erwarteten Fortgang des Verses im Pentameter herausfällt und in einen Versus Heroicus verrutscht. Das heißt, das ist eine wirkliche Demonstration durch Handlung. Er bildet diese Handlung dort ab. Er schreibt eben keinen Pentameter, sondern kommt auf die Spur des zweiten Hexameters. Und das, meine Damen und Herren, ist wieder mit Alessandro Barchesi formuliert, die erste Metamorphose der Metamorphosen. Noch bevor das Chaos zur Welt wird, haben wir die Metamorphose der Struktur des elegischen Distichons in den Versus Heroicus der Metamorphosen. Und diese Götter, meine Damen und Herren, werden den Dichter von nun an nicht mehr verlassen. Denn sie haben tief eingegriffen schon in das, was er bis dahin geleistet hat. Diese Götter sind gewissermaßen auch seine erste Bühne. Da möchte ich den Begriff, den ich über unsere liebe Kollegin Isabella Cardoso von der Universität Campinas in Brasilien schätzen gelernt habe, den Begriff des Theatrum Mundi einführen. Das Theatrum Mundi, die Weltbühne, auf der auch diese Stimme, die sich hier thymotisch, das heißt im Gestus der Animation, geltend macht, bewegt. Das ist die erste Bühne des Ovid. Und hier spricht Ovid, wenn wir das so vereinfachend sagen wollen, im Gestus des Theaterdichters, aber auch des Theaterdirektors. Denken Sie, wie Goethes Faust beginnt. Goethe war ein Leser, der auch ohne Fachphilologe zu sein, Texte in einer tiefen, analytischen Weise gelesen hat. Ihm ist eigentlich nie etwas entgangen, was mit der Gestualität von Texten zu tun hat. Deswegen ist so manches Wort, das Goethe über Ovid sagt, wie auch so manches Wort, das Nietzsche, das Pound über unsere Werke und Autoren sagt, oft wertvoller als ganze Abhandlungen, die über Ovid geschrieben sind, oft mit Inhaltsangaben, die uns nicht wirklich fesseln können. Das kann jeder durch die Lektüre des Werkes selbst schnell einholen. Also das sind Intuitionen, denen wir konsequent nachgehen müssen. Die Inspiration zur Einführung des Vorspiels auf dem Theater gewann Goethe in der Lektüre eines altindischen Dramas, das 1789 durch die englische Übersetzung von William Jones in Europa bekannt geworden ist. Der Mainzer Kollege Georg Forster übertrug es im Mai 1791 ins Deutsche und sandte Goethe zugleich ein Exemplar, für das er sich Monate später enthusiastisch bedankte. Und von hier nahm er die Anregung, seinen Faust beginnen zu lassen mit dem Vorspiel auf dem Theater, in dem der Theaterdirektor, der Theaterdichter und eine lustige Person auftreten.
Wie steht es um das Vorspiel auf dem Theater der ovidischen Metamorphosen? Hier sind es die Götter, die dem Theaterdichter den Spiritus einhauchen sollen. Und es sind, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, die Götter, die den Faden des Perpetuum Carmen entwickeln, entrollen sollen. Und der Dichter ist gleichsam nur das Medium. Wie ein Schamane gibt er wieder, was die Götter ihm ein- oder zugehaucht haben. Und der schöne Nebeneffekt des Ganzen, meine Damen und Herren, ist, dass wir den Theater- und Epos-Dichter Ovid zum ersten Mal dabei beobachten können, wie er sich selber gleichsam von außen zusieht, wenn er nur mehr das Medium der Überlieferung des Carmen Perpetuum ist, dann ist er uns, die wir sein Werk lesen, gleichsam gleichgestellt und hat den Blick, den freien Blick auf das Welttheater seiner eigenen Metamorphosen. Sie werden in späteren Sitzungen der Vorlesung noch sehen, wie diese Konstellation, diese Konfiguration der Einleitung eines Sprechens über die Welt grundlegend geworden ist für manche der schönsten Metamorphosenerzählungen. Unser erstes großes Thema heute ist also der Raum. Aber schon das erste Wort, mit dem die Darstellung des Hauptteils beginnt, weckt Zweifel, ob es eine gute Entscheidung ist, nur über den Raum zu sprechen. Ante ist hier doch wohl vor allem ein Zeitbegriff. Nun ist Temporalität nichts, das wir nicht schon im Metamorphosenproem hätten studieren können. Da heißt es ganz explizit, seit meinem Beginnen günstig. Ich lese in Krypta vor allem auch einen Zeitbegriff. Und ich lese eine zeitliche Erstreckung natürlich auch in der Formulierung aborigine mundi ad mea tempora. Hier herrscht ein sensibles Zeitempfinden vor, sensibel deshalb, weil es bis in die persönliche Wahrnehmung dieses mit mei und mea nur angedeuteten personalen Subjekts hineingeht. Da haben wir eine subtile Zeitkonstruktion. Und konsequent wird mit dem nächsten Wort, mit dem ersten Wort des Hauptteils dieses Zeitmoment aufgenommen. Und da heißt es dann, vor dem Meer und der Erde und dem Himmel, der alles überdeckt oder überwölbt, gab es auf dem ganzen Orbis nur einen einzigen Vultus. Vielleicht sind Sie mit antiker Literatur schon ein wenig vertraut und kennen nicht nur poetische, sondern auch historische Texte. Wir tun jetzt mal einen Augenblick so, als sei dieser unser temporalitätsbewusste und vielleicht sogar temporalitätsfixierte Autor ein Historiker. Das wäre eine biedere Lesart, aber auch biedere Lesarten sind manchmal schön. Wenn wir sagen, er ist ein Historiker, er will uns erzählen, wie die Menschen von Deukalion und Pyrrha bis auf meine des Ovids Zeit gelebt haben und verwandelt wurden. Wenn wir diesen Ansatz voraussetzen, würde man doch denken, dass in einem solchen Werk eine solche temporale Orientierung auch in noch ausführlicherer Form gegeben werden muss. Und das ist im klassischen historischen Récit der Teil, den wir dann Archäologie nennen. Sie kennen das vielleicht aus Thukydides oder Sallust. Es gibt nicht ganz am Anfang der Werke, aber doch wenig später nach dem Proemium einen Teil mit Rückblick. Das können Sie gerade in den Texten des Sallust sehr schön studieren. Da wird zurückgeblickt, wie kam es denn, dass wir heute vor diesen Problemen stehen? Das ist dann eine historische Analyse. So läuft es möglicherweise auch hier, dass wir jetzt in einen Archäologie-Teil hineinkommen. Diese Archäologie wird sinnvollerweise Kosmogonia genannt, die Entstehung des Kosmos.
Und noch bevor wir uns die Wörter genau angeschaut haben, meine Damen und Herren, ist schon klar, dass es eine gute Idee war, den Kosmos zur Darstellung zu bringen. Dann haben wir eine Weltorientierung, einen Hintergrund für all das, was noch kommen wird. Wir stehen vor einer Beschreibung des Raums in unvordenklicher Zeit, die uns deshalb fesselt, weil sie in Begriffen der Welt geschieht. Es gibt ja keine Begriffe, die geeignet sind, den Anfang wirklich darzustellen. Ich brauche eine Sprache dafür, den Anfang, das Uranfängliche vorzustellen. Und das ist nun mal die Sprache, die mir zur Verfügung steht. Das ist meine Alltagssprache, das ist die Sprache der Literaturgeschichte, das ist die Sprache von Philosophie und Wissenschaft, besonders die Sprache der kosmogonischen Naturwissenschaft. Und Sie bemerken, dass hier gleich schon konzeptionell hoch aufgeladene Dinge eingeführt sind, indem wir zum Beispiel den Begriff Unus haben. Einheit, meine Damen und Herren, ist ein philosophisches Konzept. Es ist keineswegs so, dass die Einheit ein unphilosophisches Wort ist. Es gibt innerhalb der Philosophie eine einflussreiche Arbeitsrichtung, die gerade hier in Heidelberg lange Zeit prominent besetzt war. Die nennt man die Henologie, das ist die Lehre vom Einen. Und hinter dieser Lehre vom Einen verbirgt sich eine gewaltige Tradition, die man den philosophischen Monismus nennen kann. Dass etwas ist und nicht vielmehr nicht ist und dass dieses irgendwann mal ein Eines war, das ist eine Grundüberlegung, die die Philosophen schon in der frühesten Zeit fasziniert hat. Das fängt an mit den allerersten Denkern der Schule von Milet, Thales, Anaximander, Anaximenes und geht weit über Empedokles, Demokrit bis hin zu den Atomisten in der Generation des Epikur, die dann in Rom spätestens im ersten Jahrhundert anlanden. Das sind Traditionen, die alle schon hier plötzlich in unseren Köpfen sind. Und dass sie in unseren Köpfen sind, das sehen Sie daran, dass die Kommentare an dieser Stelle schon gleich durchdrehen, indem sie riesige Apparate schaffen von Denkern und Dichtern, die sich mit den Konzepten des einen beschäftigt haben. Ich will nur sagen, dass die Rede von dieser Phase der Weltentstehung als einem Einen, dass diese Rede nicht unproblematisch ist. Dass sie etwas voraussetzt, was nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann. Und wenn Sie sich, meine Damen und Herren, dann zwei Wörter später dessen vergewissern, dass es nicht nur einen Begriff vom Einen gibt, sondern auch vom Ganzen, dann wissen Sie, dass wir hier schon gleich bei der Beschreibung des Weltanfangs und des Uranfänglichen auf einem Boden stehen, der philosophisch durchaus satisfaktionsfähig ist. Weil auch der Begriff der Totalität oder des Totum ein denkbar philosophisches Konzept ist. Schauen wir uns das sprachliche Umfeld an. Da haben wir etwas ganz Verräterisches, nämlich den Vultus. Den Vultus Naturae. Ich kann es Ihnen nicht verdenken, wenn Ihr Seismograph nicht an jeder Stelle ausschlägt, wo ich schon Herzschwankungen spüre. Das kommt mit den Jahren noch. Dass Sie da immer sensibler auf sprachliche Zumutungen reagieren, die an uns herangetragen werden. Aber spätestens an der Stelle, wo es heißt, Vultus, erwarte ich eine süffige, eine präzise Interpretation dieses merkwürdigen Anachronismus. Dieser Uranfang ist vom Gesicht des Menschen her gedacht. Vultus ist die Miene, das signifikante Mienenspiel, das ist die Summe der Regungen, die sich in dem abzeichnet, was man Gesicht nennt. Das heißt, dieser Text denkt, dass am Anfang Unus Vultus Naturae war. Vielleicht war die Aussage Absicht, es war alles nichts oder es war alles einheitlich, es war alles eins oder gleich, aber das steht so nicht in unserem Text. Es ist nicht unsere Aufgabe, Ovids
Gedanken noch einmal zu denken, sondern es ist unsere Aufgabe, die Dinge ins Kalkül zu nehmen, über die er möglicherweise nicht nachgedacht hat. Wenn es ihm unterläuft im Verfertigungsprozess der schriftlichen Rede, dass er zuweilen mit Konzepten arbeitet, die zu früh eingeführt sind. Aber was heißt zu früh in der Dichtung? Möglicherweise ist es doch genau der richtige Zeitpunkt. Denn wenn wir schauen, wie die Kosmogonie weitergeht und worauf sie in einer merkwürdigen Zielspannung hinläuft, werden wir wissen, dass am Ende die Erschaffung des Menschen steht. Die ovidische Kosmogonie endet mit der Schaffung des Menschen. Dem Animal Sanctius heißt es dort. Der Mensch, so scheint es, tritt schon gleich in den Stand der Heiligung. Er ist das Animal Sanctum. Sehr merkwürdig. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir nicht warten, bis Ovid über den Menschen spricht, sondern wenn wir ihn schon dabei beobachten, wie es ihm immer wieder unterläuft. Wie bei einem Wetterleuchten, eine Stunde, bevor der Sturm heraufzieht, dass er das Bild des Menschen als die Folie betrachtet, auf die alles hinstrebt. Und von dem man am Anfang zwar weit, sehr weit entfernt war, ex negativo ist man aber immer schon bei diesem Menschen gewesen. Ich ertrage es gern, wenn Sie mir sagen, dass diese Interpretation vielleicht zu forciert ist. Philologie arbeitet mit Forcierungen, weil es selten genügt, den Text einfach nur wiederzugeben. Meine Damen und Herren, wenn mich nicht alles täuscht, dann stehen wir heute am anderen Ende der Entwicklung, die Ovid hier in poetischen Begriffen und Bildern nachzuzeichnen begonnen hat. Der epistemologische Großentwurf von Michel Foucault, Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines, die Ordnung der Dinge, eine Archäologie der Humanwissenschaft, erschien in Paris 1966, zeichnet ein anderes Bild des Menschen. Er sagt, seltsamerweise ist der Mensch, dessen Erkenntnis in naiven Augen als die älteste Frage seit Sokrates gilt, wahrscheinlich nichts anderes als ein bestimmter Riss in der Ordnung der Dinge, eine junge Erfindung, eine Gestalt, die keine zwei Jahrhunderte zählt. Und dann folgt eine aufsehenerregende Umdeutung der Geschichte der Humanwissenschaften, seiner Geschichte auch der Depotenzierung des Menschen und so wie wir um 1914 den letzten großen Bruch in der Geschichte des Menschen erlebt haben, steht unsere Zeit an der Schwelle zu einer erneuten Umbildung dessen, was wir den Menschen und dessen, was wir die Humanwissenschaft nennen. Am Ende seiner 500 oder 600 Seiten langen Untersuchung schreibt Foucault, wenn diese hier gezeigten Dispositionen verschwenden, so wie sie erschienen sind, wenn durch irgendein Ereignis, dessen Möglichkeit wir höchstens vorausahnen können, aber dessen Form oder Verheißung wir im Augenblick noch nicht kennen, diese Dispositionen ins Wanken gerieten, so wie an der Grenze des 18. Jahrhunderts die Grundlage des klassischen Denkens es tat, dann kann man sehr wohl wetten, dass der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Die Anachronismen und Zumutungen dieser halb philosophisch, halb poetisch gestalteten Rede hören nicht auf. Quem dixere chaos? Was ist das denn, bitteschön? Man kann diese Stelle lesen, ohne zu denken, und man kann aufmerksam werden und sich wundern, dass hier schon mit dixere eine philosophiehistorisch nobilitierte Position aufgerufen ist, den Sie Chaos genannt haben. Ja, wer bitteschön, meine Damen und Herren? Ovid kennt die Fußnote noch nicht. Er kennt die Beischriften zum Kodex, aber hier hat er möglicherweise eine Fußnote integriert. Wir würden da eine Fußnote machen, würden den Textfluss nicht stören, sondern flüssig
weiterlaufen lassen, würden sagen, siehe Heisenberg, das Schicksal der Erde im Jahre so und so erschienen. Das hat unser Autor nicht gemacht. Aber wir sollten trotzdem beobachten, wie er hier zum ersten Mal anonymisierte Autoritäten einschaltet zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht Ordnung schaffen, sondern Verwirrung stiften. Und nun zum Chaos, meine Damen und Herren. Ich sage es ungern, aber Ovid hat die Geschichte vom Anfang der Welt in den Metamorphosen nicht zum ersten Mal berichtet. Sein weltschöpfungserzählerischer Ehrgeiz ist schon früher mit ihm durchgegangen. In der Ars Amatoria findet sich eine Stelle, die der unseren gleicht. Aber was, bitteschön, hat die Liebeskunst mit der Kosmogonie zu tun? Wie kommt man darauf, in einem liebesdidaktischen Kontext die Geschichte vom Anfang der Dinge zu berichten? Nun, im zweiten Buch der Ars geht es darum, die im ersten Buch eroberten Damen an sich zu binden. Und wie bindet man eine Frau? Dafür gibt es 17 Vorschriften und die 12. Vorschrift sagt, wenn du sie dauerhaft binden willst, mache sie eifersüchtig. Und diese Eifersucht wird sie geneigt machen, sich mit dir länger als vielleicht vorgesehen zu befassen. Und dann bringt der Dichter Beispiele aus der Natur, wo Tauben miteinander streiten und dann am Ende finden sie doch wieder zusammen. Und für solche skurrilen Geschichten und Argumentationen findet er als krönenden Abschluss die Erzählung der Kosmogonie, auf die er dann 10 Jahre später flüssig zurückgreifen kann, wenn er vom Anfang der Welt berichtet. Prima fuit rerum confusas in ordine modis una quaerat facies sidera terra fretum. Am Anfang gab es nur eine ungeordnete, durcheinander gewirbelte Masse von Dingen. Und es gab eine Facies für die Gestirne, die Erde und das tosende Meer. Sehen Sie die große Nähe? Hier Facies, Jahre später der Vultus. Und dann wird die Erschaffung der Lebewesen berichtet. Zuerst der Tiere, dann der Menschen. Und es kommt auch zu einer kleinen Kulturgeschichte, wie sie an Lukrez, und zwar den zweiten Teil des 5. Buches, De Rerum Natura, erinnert. Und am Ende, meine Damen und Herren, die frivole Pointe, Männlein und Weiblein finden in der freien Natur zusammen. Quid fackerent ipsi nullo didicere magistro, was jetzt zu tun war, lernten sie ohne Rat des Lehrers. Und es vollzog ohne Kunst Venus ihr süßes Geschäft. Sie kamen also ganz von selbst auf die Idee der Fortpflanzung. Da sehen Sie, Ovid bildet einen Topos, den er in vielfältigster Weise abrufen kann. Er tut dies in erotodidaktischen Kontexten genauso unbeschwert wie im Kontext einer wirklichen Kosmogonie. Das nächste, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist die Art und Weise, wie diese chaotische Welt beschrieben ist, wenn Sie sich die Wörter anschauen, wenn Sie sie in Wörterbüchern nachschlagen. Dann werden Sie finden, dass Rudis gern mit Begriffen für Stein, unbehauenen Stein gebraucht ist, wie Saxo. Natürlich auch mit Terra, Agar, Campus, Humus und Moles, aber eben auch mit dem Stein, dem rohen Stein. Und so verweisen diese Verbindungen darauf, dass wir hier die Form des Formlosen in Verbindung mit der Kunst erkennen können. Es sind Begriffe aus dem Horizont einer künstlerischen Bearbeitung eines sich hierzu anbietenden Materials. Das rohe, unbearbeitete, ungeschliffene tritt in Rudis hervor und dasselbe in Indigesta Quemoles. Sie sehen das Ringen um die Darstellung eines eigentlich nicht Darstellbaren. Digere heißt ordnen. Natürlich auch teilen, zerteilen, verteilen.
Sie kennen den Begriff, wenn Sie juristisch informiert sind, aus den Jura. Die Gesten sind Rechtsakte, sind Kommentare zum Jus Civile. Die Gesten des Ulpian sind Ihnen vielleicht aus der lateinischen Literaturgeschichte ein Begriff, die Kodifizierung des Rechts in der frühen Spätantike, abgeschlossen dann im 6. Jahrhundert durch den oströmischen Kaiser Justinian. Die Gerere also ist ordnen und in die Gesta ist das Ungeordnete. Und auch hier sehen Sie, wie Begriffe von Ordnung und Kunst und Komposition schon in das Denken des Ungeordneten einfließen. Über Ordnung und Unordnung wird man immer in ähnlichen Begriffen und Systemen sprechen und nachdenken. Auch im folgenden Vers finden Sie einen Begriff, der uns auf das versteckte Anliegen einer Kunst hinweist. Das ist das Wort Inners. Inners ist die Unkunst, die Nichtkunst, Inners. Das ist das, was noch nicht zur Kunst geworden ist, was vor der Kunst ist, in dem die Kunst aber möglich und schon mitgedacht ist. Und dieses Pondus, dieses schwere Gewicht, das die Welt damals war, ist also eines, in dem die Kunst zwar schon schlummert, aber in dem sie doch noch nicht zur erkennbaren Form geworden ist. Con gesta quiodem non belli junctarum discordia semina rerum. Wir sehen die Keime der Dinge der Welt, die noch nicht gut geordnet ist, die Keime, die untereinander im Streit liegen und in einem wirren Haufen beieinander sind. Und auch hier hat man, wenn man eingehend liest, das Gefühl, dass wir schon mit den Verfahren der Komposition, mit den Verfahren eines geordneten Sprechens zu tun haben. Wir sehen, man kann eine Kosmogonie auch ganz anders bauen. Wenn man dabei ist, Metamorphosen zu schreiben, dann ist das Denken eben durchsetzt von den Bildern des Verfertigens, des Bauens, des Strukturierens, des Komponierens. Und das zeigt sich besonders in der Verbindung non bene junctarum rerum. Wenn Sie antike Kommentare aus eigener Lektüre kennen, wenn Sie einmal Servius gelesen oder in Tiberius Claudius Donatus hineingeschaut haben, wenn Sie vielleicht einmal in den Homer-Scholien oder in den gelehrten Notizen zu unseren lateinischen Autoren geblättert haben, werden Sie wissen, wie oft die Grammatiker sagen, bene junxit verba. Er hat die Worte gut miteinander verbunden. Die Junctura Callida ist etwa das, was Horaz als besonders erstrebenswerte Wortverbindung vor Augen steht. Man redet von Jungere, man sagt Bände, man sagt Malle. Das ist der kunstrichterliche Verstand, der im Kosmogoniker Ovid arbeitet und den wir dann konsequent in unseren philologischen Lektüren dieses Textes zur Darstellung bringen sollten. Überall sehen Sie den versteckten Bauplan. Der Autor redet eben nie nur über Kosmogonie. Wir müssen realisieren, dass es eben nie immer nur um den einen Plan geht, sondern dass in den Autoren immer zugleich auch die Rede und das Nachdenken darüber arbeitet, was sie gerade tun. Sie verraten sich in dem Augenblick, wo sie zu reden begonnen haben, denn sie schweigen, werden sie nichts Falsches, nichts Verräterisches sagen können. Aber wenn sie schreiben, dann verurkunden sie das, was sie gedacht haben und geben es frei zu einer Lektüre. Und diese Lektüre kann durchaus nachschöpferisch sein und eben auch den Kern des poetischen Anliegens deutlich machen. Diese Kosmologie ist im Kern eine Poetologie. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Heidelmenschen waren wieder da und haben den Raum etwas belebt, und zwar mit Gesichtern des Menschen. Noch haben wir nicht eigentlich das Gesicht des Menschen gesehen, aber wir haben das Wort gelesen und haben gesehen, dass es die Atmosphäre des Anfangs der ovidischen Weltschöpfung schon zu einem Zeitpunkt bestimmt, wo von Menschen noch nicht eigentlich die Rede ist. Und das andere, meine Damen und Herren, ist die Kunst. Überall sehen wir
die Spuren der menschlichen Hand, die Kunst herstellt, die Kunst verfertigt, die den Gedanken der Kunst hegt und pflegt. Sie ist überall präsent. Und doch ist sie noch verborgen. Die Idee der Kunst ist schon da, aber die Erscheinung, wir sehen sie noch nicht. Ars latet artes sua ist von Anfang an das Motto der Metamorphosen, meine Damen und Herren. Auf diese intrinsische Umspielung, Umgarnung, Umwebung des Themas der Kunst hat der amerikanische Kollege Steven Wheeler schon Ende der 90er Jahre aufmerksam gemacht in einem sehr geistreichen Buch mit dem Namen The Discourse of Wonders, Audience and Performance in Ovid's Metamorphoses, Philadelphia 1999 erschienen. Und schon 3 Jahre früher der junge deutsche Kollege Lothar Spalinger mit seiner Arbeit Ars latet artes sua, Untersuchungen zur Poetologie des Ovid, erschienen in Stuttgart im Teubner Verlag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Schon die beiden machen aufmerksam auf die immanente Verhandlung des Themas der Kunst. Meine Damen und Herren, die Aufgabe der Philologie, oder eine der vielen Aufgaben der Philologie, liegt gewissermaßen in der Durchsichtigmachung eines Bauplans der Kunst. Es geht gar nicht so sehr um Autorenfeststellung und um die Vermessung des auktorialen Raums, als darum zu zeigen, wie das Kunstwerk gemacht ist und welchen Aufwand es betreibt, gleichsam anstrengungslos vor uns zu treten. Man darf die Anstrengung nicht spüren. Ich erinnere noch einmal an das Wort des großen Plato am Ende des Symposiums, wo er sagt, die größte Kunst ist doch wohl die, dass einer fähig ist, zugleich eine Tragödie und eine Komödie zu schreiben. Die Komödie ist das schwierigere Genre. In der Komödie muss alles unangestrengt daherkommen. Die Leute sollen schließlich erheitert werden. Sie sollen lachen, sie sollen schmunzeln, was auch immer. Und dass Kunst anstrengungslos daherkommt, ist vielleicht die größte Kunst überhaupt. Und so macht Philologie eine Strategie, eine künstlerische Strategie rückgängig und zeigt, wie alles, auch das, was federleicht daherkommt, am Ende das Ergebnis einer kleinen Manipulation, eines kleinen Kunstgriffes ist. Und das ist eine sehr reizvolle Aufgabe und ich hoffe, Sie begleiten mich noch ein Stück auf diesem Weg, denn wir wollen schließlich wissen, wie es zur Schaffung des Raums der Metamorphosen, zur Schaffung des Raums der Welt am Anfang der Metamorphosen kommt. Doch erholen wir uns kurz von der schweren lateinischen Literatur und wenden uns der ältesten griechischen Literatur zu. Wenn Sie Homer gelesen haben, ist Hesiod vergleichsweise leicht zu bewältigen. Hier sehen Sie einen Text des Hesiod, die gleichsam autoritative Fassung der Weltentstehung. Die frühen Autoren Homer und Hesiod haben, so sagt es uns ja Herodot, den Griechen ihre Götter gegeben. Da haben wir den Abschnitt, wo Hesiod uns sagt, wie das Chaos in die Welt gekommen ist. Etoimen protista chaos genet, hotere peta gai rysternos, panton hedos asphales aiei athanaton oechusi care nephoentos olympu. In der Übersetzung von Walter Mark: Wahrlich, zuallererst entstand die gähnende Leere, alsdann aber die Erde mit ihrer breiten Brust, fort und fort, sicherer Sitz von all den Unsterblichen, die innehaben die Gipfel des schneebedeckten Olympos. Also auch hier hat man einen Ausdruck Genetor. Es gibt also eine Genese des Chaos. Auch das Chaos muss erst einmal entstehen. So denkt sich die vorwissenschaftliche Rede den Sachverhalt. Das Chaos, meine Damen und Herren, das kann man hier sehr schön nachvollziehen, ist eigentlich das Klaffen. Sie kennen vielleicht
das griechische Verbum chaino, klaffen. Übrigens dasselbe Wort wie deutsch gähnen. Es gibt eine indoeuropäische Wurzel, gen, G-H-E-N. Das heißt klaffen, gähnen, gewissermaßen den Abgrund in uns zur Darstellung bringen. Das ist das Chaotische. Das ist das Nichts, eine Form des Nichts. Aber die antiken Denker denken sie sich trotzdem als etwas, das man zeugen kann. Das muss also eine Masse haben, ein Pondus inners, aber eine amorphe Masse. Und das ist das Entscheidende. Die Morphe fehlt dieser Masse. Sie ist ungestaltet. Und das nennt man dann Chaos. Und dieses Chaos, meine Damen und Herren, und das ist jetzt sehr überraschend, ist zeugungsfähig. Denn lesen Sie weiter, wie es hier im Hesiod heißt: Et eros hos kalistos en athanatois hiteois illusimeles pantont teon pantont anthropon damnata instetes in onca erifrona bulen. Und es entstand Eros, der der Schönste ist unter den todfreien Göttern, der Gliederlösende, Lysimeles. Aller Götter und aller Menschen Sinn und verständige Absicht bezwingt er in ihrer Brust. Und jetzt kommt's, aus der gähnenden Leere, Ekchaios, entstanden Erebos und die dunkle Nacht. Aus der Nacht dann wieder entstanden Himmelshelle und der Tag, die sie gebar, schwanger von Erebos, in Liebe sich ihm vereinen. Sie sehen, auch Hesiod mengt eine ganze Reihe von Konzepten hinein in eine Weltentstehungsdarstellung, die eben nicht voraussetzungslos ist, sondern vieles einmischt, das wir aus anderen Zusammenhängen kennen, das auf Ableitungen beruht. Aber wir sind nicht da, Hesiod zu erklären, sondern wollen zurück in die Welt des Ovid. Ovid wäre nicht Ovid, wenn er sich die Faszination einer familiengeschichtlichen Darstellung des Weltanfangs nicht in mehreren seiner Texte zunutze gemacht hätte. Nicht nur in der frühen Ars Amatoria, sondern auch in dem ungefähr gleichzeitig entstandenen Fastenwerk. Das erste Buch der Fasten ist ungefähr in der Zeit der Beschäftigung mit den ersten Büchern der Metamorphosen entstanden. Wir können Ovid dabei beobachten, wie er eine und dieselbe Folie zweimal nutzt und in interessanter Weise umbildet. Das Sensationelle an diesem Passus, den ich Ihnen hier zeige, ist, dass er scheinbar dem Chaos selber in den Mund gelegt ist, aber es ist nicht Chaos, das hier spricht, sondern es ist Janus, der Gott des Januar, der auftritt und seine Biografie erzählen darf. Und er sagt: Me chaos antiquinam sum res prisca vocabant aspice quam longi temporis acta canam. Die Alten, ich bin nämlich eine alte Gottheit, übersetzt Franz Böhmer, ich würde vielleicht lieber sagen, ich bin eine ganz alte Sache, ein ganz altes Ding, nannten mich das Chaos. Schau an, fährt Böhmer fort, aus welch früher Zeit das stammt, was ich berichten will. Die klare Luft hier und die übrigen drei Körper, Feuer, Wasser, Erde, waren eine einzige ungeteilte Masse. Nachdem sich diese einmal durch die Zwietracht ihrer Teile getrennt hatte und aus der aufgelösten Masse jedes Element seinen eigenen Platz suchte, richtete die Flamme sich nach oben, der Raum darunter nahm die Luft auf, in der Mitte lagerten sich das Land und das Meer. Da nahm ich, bis dahin eine Kugel und nur eine Masse ohne Form, Gestalt und Glieder an, die einer Gottheit würdig waren. Heute noch scheint nur ein kleines Zeichen meiner einst formlosen Gestalt kein Unterschied in dem, was vorn und hinten an mir ist. Das ist ein sehr interessanter, auch sehr lustiger Text, in dem wir
das Wortmaterial des Anfangs der Metamorphosen wiederfinden, aber in einer Erzählung, die man fast burlesk nennen darf und die auf eine witzige Pointe hinausläuft, nämlich dass Janus, weil er einst das Chaos war und so genannt wurde, vorn und hinten identisch ist. Es ist nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir sehen hier Janus auf einem sogenannten Quadrigatus, einer Münze, entstanden in den ersten Jahren des Zweiten Punischen Krieges zwischen 241 und 235, die auf der Rückseite einen Vierspänner zeigt, oben als den blitzeschwingenden Gott Zeus und im Gefolge eine fliegende Victoria, die Göttin des Sieges. Die Deutung ist nicht unbestritten. Der berühmte Althistoriker Andreas, nicht Gesa, Andreas Alfeldi, identifizierte das Doppelgesicht als eine Abbildung der Penates Publici. Crawford schlug vor, es seien die Dioskuren. Ich glaube, mit Kurt Latte, dem großen Göttinger Religionshistoriker, dass wir hier eine Janus-Darstellung vor uns haben. Und auch die Fortsetzung der Erzählung von der Entstehung der Welt kommt ohne Anachronismen nicht aus. Ja, die Anachronismen werden forciert durch die Einkleidung der Erzählung in eine mythologische Rede. Und zwar im Modus der Negation. Aber das ändert ja nichts daran, dass die mythologischen Figuren genannt, gesagt, ausgesprochen, thematisiert werden. Nullus ad hoc mundo praebebat lumina titan. Noch kein Titan gewährte bis dahin der Welt seine Lichter. Titan, ein etwas befremdlicher Ausdruck für Sol oder Helios, den Sonnengott. Titan heißt er nach seiner titanischen Abstammung vom Titan Hyperion, einem der 12 Titanen der Kinder, die Gaia, die Erde, Uranos, dem Himmel gebar. Nec nova crescendo reparabat, cornua phoebe, ließ kein neuer Mond im Wachsen erstehen seine Hörner. Phoebe ist später das geläufige Wort für den mythologischen Mond, die Schwester des Phoebus Apollo. Aber Phoebe hieß schon eine der Titaninnen, geboren von Gaia und Uranos. Sie wiederum gebar Dileto, die Mutter der delischen Geschwister Apollo und Artemis. Sie sehen, das ist eine wilde Mischung unterschiedlicher Schichten der Mythologie. Und damals schwebte noch nicht ringsum, von Luft umflossen, die Erde, Tellus, ausgewogen im gleichen Gewicht und hatte den langen Rand der Länder noch nicht umreckt mit den Armen, das Weltmeer. So die Übersetzung von Erich Rösch. Er unterschlägt die mythologischen Namen Titan, Phoebe, Tellus und Amphitrite, das Weltmeer. Wir haben bis hierher mit einer gewissen Unbefangenheit, vielleicht Unbedarftheit, von Anachronismen gesprochen. Nun würde ich aber doch meinen, dass diese Anachronismen nicht einfach so passieren, sondern in den Kauf genommen sind. Nicht notwendig, um Verwirrung zu stiften, aber um doch ein bestimmtes leitendes Dispositiv der Darstellung ins Spiel zu bringen, nämlich die Kraft des Mythischen und der Imagination, wenngleich sie einstweilen noch im Modus der Negation eingeführt ist. Meine Damen und Herren, es ist vielleicht nützlich zu wissen, dass man zu Ovids Zeiten auf ein Modell der Unterscheidung verschiedener Artikulationen des Religiösen rekurrieren konnte. Da gab es nach der Lehre des Reatiners Varro, des Universalgelehrten Marcus Terentius Varro, eine Theologia Tripartita, eine Theologie, die sich in zwei oder drei Zweigen erstreckte. Nach der Rekapitulation und Kritik des Augustinus im sechsten Buch der Civitate Dei, Kapitel 5, waren es die Theologia Fabulosa oder Mythica,
eine Theologia Physica oder Naturalis und eine Theologia Civilis oder, wie wir mehr schließen als Wissen, Politicae. Und die Darstellung des Ovidus bestimmt von einer Mischung dieser Formen der Artikulation eines religiösen Weltverhaltens. Es steht mir nicht fest, wie man oft in der Forschung behauptet hat, dass die Bücher 1 und 15 der Metamorphosen vor allem naturphilosophisch imprägniert seien und also vor allem auf die rekurrenten Modelle der Theologia Naturalis hinauslaufen. Ich sehe vielmehr schon im ersten Buch einen ordentlichen, einen tüchtigen Einschlag mythologischen Denkens, das nichtsdestoweniger einen interessanten, einen sehr interessanten theologischen und einen nicht minder interessanten anthropologischen Diskurs in Bewegung setzt. Meine Damen und Herren, das sind Einteilungen der frühen Wissenschaft, Einteilungen, die Dichter vom Format des Ovid sich erlauben dürfen, zu unterlaufen, neu zu formulieren und auf eine eigenwillige Weise zu tradieren. Und noch einmal tritt uns in den Versen 15 bis 20 das Chaos vor Augen, aber nicht in seiner Chaotik, sondern paradoxerweise als räumliche Anordnung, als räumliches Dispositiv. Ut quaerat et tellus illicet Pontus et aer, und wenn Erde darin auch enthalten und Wasser und Luft, sic erat instabilis tellus, so war doch die Erde nicht fest, innabilis unda. Das ist doch sehr schön gesehen. Was ist eine tellus instabilis? Eine Erde, auf der ich nicht stehen kann. Was habe ich dann von dieser Erde? Eine Erde, die mir keinen Standort gibt, eine Unerde, eine Nicht-Erde. Etwas ist eben noch nicht Erde geworden. Deswegen kann ich auf ihr weder Fuß noch Stand fassen. Und die Unda, die Woge, das Meer ist innabilis, unbeschwimmbar, undurchschwimmbar. Was für eine schöne Prägung, was für ein schöner Neologismus, ein Wasser, in dem ich nicht schwimmen kann. Und genauso gibt es eine Luft, aer, die des Wichtigsten, was der antike Mensch mit ihr verband, nämlich der Helle entbehrt. Sie ist noch lichtlos, lichtlose Luft. Es geht das Licht durch die Luft. Es geht durch die Luft, aber es macht nicht, dass die Luft Luft ist. Das wissen wir heute, aber der antike Mensch sieht das noch anders. Und dann, meine Damen und Herren, kommt etwas, was ich das Formgesetz der Metamorphosen nennen würde, nulli sua forma manebat, keinem Ding auf Erden blieb seine Form. Es war alles in Bewegung. Nichts behält seine Form. Das einzig Sichere auf Erden ist der Wandel. Nur der Wechsel hat auf Erden Bestand. Und davon gibt uns die Metamorphosenerzählung ein gewaltiges Abbild. Keinem blieb seine Form. Fast wörtlich wird dieser Satz am Ende des Metamorphosenwerks im 15. Buch wiederholt. Da heißt es unter anderem in 15.252 Nex specie sua cuique manet. Da unterrichtet Pythagoras den Numa in den Dingen und in den Gründen der Welt. Und dann kommt noch einmal eine kleine Kosmogonie. Das ist dann schon die vierte ovidische, die definitiv letzte Kosmogonie, die er zu verantworten hat. Obstabat qualiis aliud quia corpore in uno frigida pugnabant calidis umentia sicis. Hier wird ein unreflektierter Korpusbegriff eingeführt. Er kommt gewissermaßen zu früh. Wir befinden uns ja noch auf der Stufe der amorphen Welt, die eine Form noch nicht kennt. Korpus aber ist ein indigener Formbegriff. Hier ist das Kalte mit dem Warmen, das Feuchte mit dem Trocknen, das Weiche mit dem Harten, das Schwerelose mit dem Gewicht verbunden. Eine großartige Formulierung sind ponderabentia pondus. Das, was Gewicht hat, konfligiert mit dem, was
ohne Gewicht ist. Wir stehen kurz vor dem großen Durchbruch, meine Damen und Herren. Irgendwann muss es doch soweit sein, dass sich das Ungestaltete gestaltet und dass die Materie sich so strukturiert, dass wir nicht mehr von Chaos, sondern von Welt reden. Aber noch sind wir im Chaos, meine Damen und Herren. Ich habe meine Mitarbeiterin gebeten, mir Bilder vom Chaos zu senden. Und Sie sehen, was meine beiden früheren Mitarbeiterinnen Vera Engels und Desiree Rupp herausgefunden haben. Sie haben selbst ein Bild vom Chaos geliefert oder davon, wie sie sich das Chaos vorgestellt haben. Nach dem Standardmodell der Kosmologie, die heute an Universitäten überall in der Welt gelehrt wird, im sogenannten Lambda-CDM-Modell, gab es vor mittlerweile 13,8 Milliarden Jahren den berühmten Urknall, den Zeitpunkt, an dem Materie, Raum und Zeit sich zu konfigurieren begannen. Einen solchen Moment kennt die ovidische Darstellung nicht. Aber, meine Damen und Herren, sie kennt ein anderes aufregendes Modell. Und genau genommen sind es zwei Modelle, die hier ins Spiel kommen. Hanc Deus et Melioritem Natura diremit. Was haben wir damit zu machen? Wie sollen wir das verstehen? Litem dirimere, Streit schlichten. Es gibt einen Wust von Sekundärliteratur zu jedem einzelnen Wort, aber bei Lies denken wir schon an das empedokleische Neikos, an den Streit, dieses Grundprinzip, dessen Opposit die Philia, die Freundschaft, die Liebe, die Zu- oder Hinwendung ist. Neikos und Philia konstituieren die Welt in ihrem beständigen Wandel. Von Empedokles lesen wir noch einige hundert Verse. Die Frage ist, helfen sie wirklich, diese ovidische Stelle zu verstehen? Vor allem, wie kommt denn bitteschön Gott ins Spiel? War es nicht eigentlich die Grundannahme des Textes, dass Gott in dieser amorphen Welt überhaupt nicht gedacht und also auch nicht vorkommen kann? Das ist das, was man eine philosophische Petitio Principii nennt. Ich setze einfach ein Prinzip, weil ich keines habe, aber doch eines brauche, um arbeiten zu können. Ich kann Energie ja noch nicht so denken, wie Einstein sie gedacht hat in seiner Kosmologie. Ich kann ja noch nicht über den dreidimensionalen Raum hinausdenken. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie der große mythische erste Beweger in einer naturphilosophisch präzisen Auffassung reformuliert werden könnte. Das sind ja wirklich Erkenntnisse erst des frühen 20. Jahrhunderts. Und deswegen greife ich zu dieser größten und gleichzeitig auch einfachsten und nächstliegenden Setzung, nämlich dem Gott. Aber der Text belässt es nicht dabei. Er sagt, nein, Gott reicht nicht und kommt zu einer zweiten Auffassung. Das ist die bessere Natur. Melior Natura. Sie erinnert an die entelechetischen Modelle, die Aristoteles entwickelt hat, dass in den Dingen eine schöpferische Kraft ist, die macht, dass sie zu sich selber kommen. Das ist eben diese Selbstentwicklungsgabe der Dinge. Das ist das Göttliche gewissermaßen als energetisches Prinzip, diese bessere Natur. Und diese bessere Natur hat unglaublich viele Rätsel aufgegeben. Wir stellen uns ja häufig diesen Gott wie eine Mischung des christlichen, vielleicht des alttestamentarischen Gottes mit dem Donnergott Zeus vor. Der fährt einfach in die amorphe Masse hinein, zerreißt und ordnet sie. Schauen wir noch, wie diese Begriffe im Einzelnen aussehen. Diesen Streit hat ein Gott und die bessere Natur dann geschlichtet, denn er schied vom Himmel die Erde, von dieser die Wasser, teilte den lauteren Himmel darauf von den dunstigen Lüften ihnen, sobald sie entwälzt und entrückt der finsteren Häufung, wies er verschiedene Räume und band sie zu Frieden und Eintracht. Die Rimmere heißt einfach auseinandernehmen, zerreißen, spalten, trennen, wohl schon mit dem Hintergedanken der Ordnung.
und der ordnenden Einwirkung. Aber es ist noch kein Begriff der Ordnung, so wenig wie abskindere. Jetzt wird also vom Himmel die Erde und die Woge von der Erde unterschieden. Und die Luft wird wiederum vom Himmel abgetrennt. Und das Ganze muss man sich vorstellen wie einen blinden Haufen, Caecus Acervus, in den der Gott oder die bessere Natur hineinfährt. Das gefällt mir jetzt alles richtig gut, weil es einigermaßen unbelastetes Material ist und eben nicht verbrauchtes philosophisches Material. Es ist einfaches Material, wohl bildhaft, aber eben nicht belastet. Ein Bildmaterial unverdächtig der philosophischen Rede. Das gilt übrigens auch für sekernere und evolvere, eximere und bis zu einem gewissen Grade auch für ligare. Evoluiert ist damals noch nicht mit Vorstellungen von Evolution verbunden, aber hier hat man natürlich eine schöne, unfreiwillige Antizipation des modernen Evolutionsgedankens, in dem die Dinge aus einem Haufen herausgenommen und dann aufgerollt und entwickelt werden, sodass man sie sehen und einsehen kann. Und diese göttliche oder bessere Naturkraft bindet nun die Dinge, die bis dahin räumlich, und es geht ja um die Erfindung des Raums, verschieden waren, in einträchtigem Frieden. Hanc Deus et melior litem natura diremet. Meine Damen und Herren, man hat versucht, diesen Satz und einige andere Sätze des Metamorphosen-Anfangs auf eine philosophiehistorische Tradition zurückzuführen. Es gibt Tagungen, Kolloquien, Kongresse zum Thema Ovidius Philosophus. Ich habe immer leise Zweifel gehabt. Das ist, wie man mit der modischen Vokabel so gerne sagt, zielführend ist, sich nach philosophischen Hintergründen zu fragen. Der Punkt ist doch vielmehr, denkt Ovid philosophisch oder bewegt er sich nicht in einem konkurrierenden System zur Philosophie, nämlich dem dichterischen Denken, dem Denken der Dichtung, dem Denken seiner dichterischen Texte? Und deswegen würde ich zurückhaltend sein bei der Identifikation philosophischer Bezüge, obwohl man sie kennen muss, um die Atmosphäre eines Textes besser verstehen zu können. Ich glaube, dass der Autor beim Verfassen dieser Verse vielmehr auf Patterns der antiken Kulturtheorie zurückgriff, geläufige Versatzstücke eines, wie soll man sagen, altheologischen Diskurses, der als rationaler, vernünftiger, wissenschaftlicher Diskurs wahrgenommen wurde. Und da spielt es eine viel größere Rolle, in welchen Mustern des Denkens bewegt man sich in der Epoche des Ovid. Und ich nenne ihn mal so ein Pattern, das wird viele unangenehm berühren, aber es ist, wie es ist. Da gibt es diese Vorstellung von dem einen großen, weisen Mann, der auftritt und den Leuten sagt, wo es lang geht. Ich erinnere Sie an das nicht unberühmte Proemium zum allerersten Prosawerk des Cicero, De Inventione Buch 1. Nach einer kurzen Einleitung kommt er auf diesen großen Magnus vir videlicet et sapiens, der den Leuten zeigt, was es bedeutet, zu reden und durch Reden das Gute zu wirken und sich auf einen Weg der Vernunft zu begeben. Ein ungestaltetes, unstrukturiertes, unzivilisiertes Leben wird durch die Rede des großen Mannes in die richtigen Bahnen geleitet. Sie können dieses Pattern natürlich reformulieren und können es in einer heutigen Ansprüchen und Erwartungen genügenden Form noch einmal darstellen. Aber das ist überhaupt nicht das, worauf es, wie ich finde, jetzt ankommt. Es kommt darauf an, dass man einer Vorstellung Auctoritas verleihe, dass man sie mit Autorität versehe, dass man eine autoritative Erzählung oder wie wir heute sagen, ein Leitnarrativ schafft. Und dieses Leitnarrativ ist in vielen kulturtheoretisch ambitionierten Texten der Antike eben das Motiv von dem einen Mann oder in unserem Text dem Gott, den ich aber bitte unpersönlich zu denken, oder der besseren Natur, eine schwere Denkaufgabe, meine Damen und Herren. Und oft
tritt dieses Wesen, das den Streit schlichtet und die Welt ordnet, auch als Künstler auf, als Protokünstler. Und so ein Protokünstler ist zum Beispiel Orpheus in den Argonautika des Apollonios von Rhodos. Und da haben wir im ersten Buch diese wundervolle Szene, wo er den Streit zweier Argonauten, nämlich des Idmon und des Idas, dadurch schlichtet, dass er ein Weltgedicht in der kürzesten Form erzählt, vom Streit, dem Naikos der Elemente, die sich wieder zusammenfügen müssen nach dem Prinzip der Philia. Da haben wir wirklich einen empedokleischen Diskurs, den ich auch für Ovid nicht kleinreden will. Bei Apollonius ist es offensichtlicher, dass er auch durch den Gebrauch der entsprechenden Termini auf alte vorsokratische Philosophie rekurriert. Und ein anderer Künstler, meine Damen und Herren, und damit schlage ich schon die Brücke zum Beginn der nächsten Sitzung, ist ein Trunkener. Ein trunkener Unhold, es ist der Silen, der sechsten Ekloge des Vergil, den zwei Burschen ertappen, wie er betrunken eingeschlafen ist. Sie fesseln ihn, sie binden ihn und wollen ihn nur unter der Bedingung befreien, dass er anfange, etwas zu singen. Und er singt etwas, meine Damen und Herren. Aber nicht irgendetwas, er singt nicht mehr und nicht weniger als ein Weltgedicht. Er rekapituliert ein, damals musste man sagen, lukrezisches Programm, das sich Jahrzehnte später aber als das Programm der ovidischen Metamorphosen erweist. Und auf die Einlösung des Programms möchte ich Sie gespannt machen. Wir werden in der nächsten Woche uns mit einem Hauptpunkt der Weltschöpfung beschäftigen, und zwar nicht mit der Erfindung des Menschen, aber mit der Schaffung des Menschen. Darauf freue ich mich und hoffe, Sie bleiben mir gewogen. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und wir sehen uns dann auf der nächsten Sitzung wieder. Vielen Dank. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Jürgen Paul Schwind.